Sie sehen hier die Hauptgetriebe des modularen CatMotion-Getriebebaukastens von Caterer. Sie als Anwender können die Schneckenradgetriebe flexibel auf Ihre jeweiligen Anforderungen abstimmen. Für nahezu jede Anwendung gibt es die passende Lösung, denn CatMotion ermöglicht über 200 unterschiedlichste Varianten. Aufgebaut ist die CatMotion-Familie in drei Baugrößen mit den Achsabständen 15, 20 und 30 mm. Hinzu gibt es bis zu 9 Untersetzungsvarianten bei einem Drehmomentspektrum von 0,3 bis 20 Newtonmeter. Bei allen drei Baugrößen besteht die Möglichkeit eines einfachen oder eines doppelten Abgangs. Darüber hinaus gibt es beim Achsabstand von 20 mm historisch bedingt die meisten Getriebevarianten. Zudem ist eine Variante für Schubspindel oder in Kombination mit einer Linearführung erhältlich. Auf der Abtriebsseite haben Sie als Anwender die Wahl zwischen Passfedernut, Keilwellenprofil oder Drehteller. Das Besondere an unseren Schneckenradgetrieben. Hochwertige Getriebekomponenten aus Metall garantieren eine lange Lebensdauer. Caterer produziert die Komponenten selbst am Fertigungsstandort in Furtwangen. Getriebe mit höheren Übersetzungsverhältnissen sind statisch selbstständig. Die Gehäuse bestehen aus eloxiertem Aluminium, sind gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. Gehäuse sind standardmäßig in Orange, aber auch in anderen Farben erhältlich. Zusätzlich gibt es beim 2020er ein Zinkdruckgussgehäuse. Es können mehrere Getriebe über Verbindungsflansche oder Verbindungswellen und elektronischen Regelungen aus unserem umfangreichen Zubehörprogramm synchronisiert werden. Die CatMotion-Familie kann problemlos aneinandergereiht werden, damit beispielsweise zwei Antriebsstränge eine synchrone Bewegung ausführen. Caterer bietet, wie hier zu sehen, den CatMotion 2020 auch direkt mit einem passenden Elektromotor an. Dieser ist wiederum in drei Varianten erhältlich, vom einfachen Betrieb bis hin zur komplexen Ansteuerung. Komplettiert wird der Baukasten durch das Linear-Getriebe mit Zahnstange CatMotion 2020Z, um Bauteile, Waren, Komponenten und mehr vertikal oder horizontal zu bewegen. Hierbei wird eine rotierende Bewegung in eine axiale umgewandelt. Die Länge der Zahnstange ist frei skalierbar. Dadurch kann der Hub genau an die jeweilige Anwendung angepasst werden. Dadurch können wartungsintensive, hydraulische und pneumatische Antriebe durch uns elektromechanisch ersetzt werden.